Kissen. Tack, 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 tack. Ich habe schon viel komische Sachen gesehen, aber das war schon echt grenzwertig. Vielleicht hat er es vorgehabt, vielleicht nicht. Das kann man ihm jetzt nie unterstellen. Das kann ich auch gar nicht sagen. Fakt ist, der sie gekauft hat, wusste nichts davon. Ja, wo haben sie die denn finanziert? Ja, und da hat er halt gesagt, bei der Bank X, ne, wir können den Namen nennen hier. Und da hat die gesagt, na, das hätten sie aber auch bei uns machen können. Weil die hätte ihnen gar kein Angebot machen können, weil der Computer sagt, nein. Der hat gesagt, nee, funktioniert einfach nicht, du kriegst bei uns keine Finanzierung. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie krank das ist. Der wurde dort abgelehnt, hat auf einmal an der Schufa die Ablehnung stehen gehabt. Willkommen bei einem neuen Video von Flipper. Heute nicht alleine, wir sind immer noch auf Mallorca. Wir haben Spaß, wir haben Urlaub, wir machen auch ein bisschen Geschäft, schauen uns ein paar Objekte an. Ich habe mir heute was überlegt, und zwar, du bist ja schon seit gut 15 Jahren in der Branche, wenn nicht sogar länger, hast jedes Jahr knapp 100 Wohnungen angekauft, so im Durchschnitt, ja, aber nie die letzten 15 Jahre. Ja, aber die letzten Jahre. Es läuft, ja. Ja. Du siehst einiges, du kommst rum, und ich habe mir gedacht, du erzählst immer wieder mal eine witzige Geschichte, und ich denke mir, es ist vielleicht auch lehrreich für manche da draußen, was eigentlich so passieren kann, was es für richtig dumme Sachen gibt in der Immobilienwelt. Und du hast zwei Geschichten mitgebracht, und ich glaube, die eine ist witzig, die andere ist ein bisschen okay, da kann man sogar auf jeden Fall noch was draus lernen. Und ja, dann fange ich mal vielleicht mit der harmlos ist es ja nie, aber nee, im Vergleich zu der anderen vielleicht harmlos. Ja. Auf jeden Fall mit in der Story an, die ist noch gar nicht so lange her, aber wo man vielleicht was draus lernen kann. Und das ist nämlich genau das Thema, auf wen man so hört und wem man so vertraut. Und wir hatten einen Kunden, und der hat eine Immobilie finanziert, ganz normal sozusagen, hat sie sich angeguckt, war begeistert, ist auch schon zum Notar gegangen und hat die Finanzierung unterschrieben. Und wer das vielleicht kennt, wenn er mal am Schalter bei seiner Hausbank war, da wird er immer mal gefragt, hast du eigentlich schon eine Hausratversicherung oder hast du das oder jenes, weil die wollen natürlich Umsatz machen. Und genauso ist er halt zu seiner Beraterin gekommen, und nebenbei hat er dann erwähnt, ach übrigens, ich habe mir gerade eine Immobilie gekauft. Dann hat die gesagt, ja, wo haben sie die denn finanziert? Ja, und da hat er halt gesagt, bei der Bank X, ne, wir können den Namen nennen hier. Und da hat die gesagt, na, das hätten sie aber auch bei uns machen können. Er sagt, ja, sorry, das wusste ich jetzt nie, dass sie das so anbieten, habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Und da hat die dem gesagt, was haben sie denn für einen Zins? Und da hat er jetzt meinetwegen da eine 1,6 hingelegt. Da sagt die, oh, das hätten wir auch günstiger hinbekommen. Auf Anraten dieser Beraterin hat er dann gesagt, na gut, wenn es günstiger geht, ist ja kein Problem, weil du hast ja bei einer Immobilienfinanzierung 14 Tage Widerrufsrecht. Mhm. Bei einem Notar übrigens nie, ja. Das ist dann durch. Jedenfalls hat er dann die Finanzierung widerrufen, hat dann die Unterlagen alle bei seiner Bank eingereicht, und die hat auf jeden Fall keinen schlechteren Zins für ihn gehabt. Das ist die gute Nachricht. Weil die hätte ihnen gar kein Angebot machen können, weil der Computer sagt, nein. Der hat gesagt, nee, funktioniert einfach nicht, du kriegst bei uns keine Finanzierung. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie krank das ist. Der wurde dort abgelehnt, hat auf einmal an der Schufa die Ablehnung stehen gehabt. Hat bei der anderen Bank widerrufen, ist natürlich wieder zurückgegangen. Dann haben die gesagt, schön, dass du da bist, aber da kriegst du auch keine Finanzierung mehr. Und dann war es tatsächlich so, dass der halt ohne Finanzierung dastand und der Verkäufer natürlich seine Kohle wollte. So. Und jeder, der das weiß, der schon mal beim Notar war, der kennt das. Da gibt es einen Passus im Kaufvertrag, der immer drinsteht, den kannst du auch nie rausnehmen. Nämlich, dass du dich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirfst, wenn du nie bezahlst. Spielt auch gar keine Rolle, er hat auf jeden Fall nie das Geld, um die Immobilie zu bezahlen. Und theoretisch könnte der Verkäufer jetzt sofort einen Gerichtsvollzieher losschicken quasi und dir die Bude leer räumen. Und das ist schon geisteskrank. Also seid dort wirklich vorsichtig. Der Typ hatte absolut Glück, muss man dazu sagen, dass der Verkäufer so entspannt war. Die haben sich dann auf 5.000 Euro geeinigt, was so quasi Schadensersatz war, weil der ein Jahr gebraucht hat, um eine neue Finanzierung zu bekommen. Das muss man sich mal überlegen. Und der Verkäufer hat ein Jahr sein Geld nie gesehen. Und natürlich immer alles schriftlich geben lassen. Das wollte ich gerade sagen. Es war natürlich auch ein Riesenfehler, da reinzulaufen und mit der Lady da am Schalter zu reden. Das muss schriftlich sein. Ja, natürlich. Hundertprozentig. Weil die hat natürlich hinterher auch gesagt, ja, ich habe dir da nichts versprochen. Ne? Ja, das ist... Deswegen. Und was er natürlich auch noch falsch gemacht hat, er hat jetzt halt wegen irgendwie 0,1% wollte er die ganze Finanzierung wechseln. Also da geht es wahrscheinlich um 100 Euro, 300 Euro oder keine Ahnung. Das ist lächerlich. Du sparst vielleicht in der Finanzierungsrate 15 Euro im Monat, ja. 20. Ja. Das musst du aber rechnen, die kannst du wiederum gegen die Steuer rechnen, die 20 Euro. Das heißt, wenn du einen Steuersatz von 30% hast,
dann sind es am Ende 14 Euro nur noch. Und mein Gott, also das sollte es am Ende nie sein. Und wie gesagt, vor allen Dingen, du verscherzt dir es natürlich auch bei der einen oder anderen Bank. Wenn du nie nur eine Immobilie im Leben kaufen willst, sollst du natürlich auch mal ein bisschen Fairplay einfach mit den Banken halten. Sonst kann sowas mal schief gehen. Ja, in dem Szenario, selbst wenn er sich diese 14 Euro spart, dann hat er sich bei mindestens einer Bank verkackt. Genau, richtig. Und also mir wäre es nicht wert, ganz ehrlich. Nee, definitiv. Und ihm ist es, glaube ich, auch nicht wert gewesen. 100%. Aber gut, das sind so eine Geschichten. Und ich glaube, das ist bestimmt schon jetzt nicht jedem passiert, aber da gibt es immer mal wieder so Leute, die sich da wirklich noch um 20 Euro aus irgendwelchen Verträgen rauswinden zu versuchen. Baut eine gute Beziehung auf, bezahlt gern mal ein bisschen mehr. Irgendwann kommt es auf jeden Fall wieder zurück. Ja, da bin ich ganz stark 100%. Davon überzeugt. Ich finanziere zum Beispiel selbst in der Regel bei 3 Banken, mit denen ich zusammenarbeite, und switche immer mal zwischen der einen oder der anderen. Was ich aber niemals mache zum Beispiel, ich hole mir nicht mal von allen dreien mehr die Angebote. Die müssen ja trotzdem Aufwand betreiben, das prüfen, bis sie mir das Angebot machen. Mir ist es eigentlich dann fast egal. Ich will mit jeder Bank die Beziehung pflegen, gebe den Objekt hin. Und keine Ahnung, ob die andere bei dem Objekt mal 0,1 oder 2 besser wäre. Aber dadurch habe ich mit denen natürlich ein super Standing und kriege mittlerweile fast alles super entspannt und schnell finanziert, weil ich einfach gern gesehen bin in der Bank. Wenn du die immer wieder mit Arbeit beschäftigst und dann doch irgendwie online vielleicht nochmal 0,1 zu sparen, das macht langfristig überhaupt keinen Sinn. Außer du sagst, ich kaufe jetzt eine Immobilie in meinem Leben und dann nie wieder. Ja, dann kannst du das Theater veranstalten, ansonsten würde ich es mir sparen. Ja, in dem Fall nicht. Ja. Hundertprozentig. Ja, gute Geschichte. Auf jeden Fall was Wichtiges dabei. Da gibt es noch eine andere Geschichte. Du hast auch mal ein Video dazu gemacht. Ja. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch verlinken. habe ich so noch nie erlebt. Glaub du auch nicht bis zu dem Zeitpunkt. Definitiv nicht. Das kannst du auch auf einer Party jemandem erzählen, der denkt, du bist komplett bekloppt. Sowas gibt's nicht, aber es ist passiert. Das ist passiert, ja. Also die Story ist ja im Endeffekt, ich hole mal kurz dazu aus, ich selber kaufe auch Immobilien, ohne die zu besichtigen. Das mache ich aber nur, wenn ich das Objekt vielleicht schon kenne und die Wohnung nur noch nie gesehen habe oder die Lage kenne, Protokolle lesen kann und ich sag mal, einen gewissen Erfahrungswert hat, wo man sagt, ein bisschen mit Bauchgefühl kann man arbeiten. Eine Wohnung zum Vermieten ist ja eine super Sache. Hat die auch gekauft, hat ein Exposé dazu gesehen, da war eben ein Grundriss drin und wie so die Wohnung aussieht und die sollte auch komplett neu saniert sein. Und ja, ich bin an die Story eigentlich gekommen, weil wir auch eine Hausverwaltung haben, wo wir quasi für den Kunden die Wohnung verwalten sollten. Und natürlich kam keine Miete, weil die Wohnung nie vermietet war. Und irgendwann hat der Kunde mal gesagt, Mensch, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr denn nie imstande, mal meine Wohnung zu vermieten vielleicht? Und da habe ich gedacht, okay, wie bringst du es dem bei? Weil ich war ja schon in der Wohnung gewesen. Und diese Wohnung, die er da von dem Prospekt gekauft hat, die gab es halt schlichtweg nie. Ne? Also wenn man die Eingangstür geöffnet hat, war man in einem Schwimmbad. Und jeder, der das sich nicht vorstellen kann, der soll sich das Video wirklich angucken. Ja, das ist wirklich verrückt. Das waren 12 Wohnungen in dem Haus. Also 11 Wohnungen so rum. Und die 12., das war vorher quasi der Wellnessbereich. Das heißt, da war eine kleine Saunakabine und ein riesengroßer Pool drin. Ein paar Duschen und 2 Liegen und das war's. Und alle aus dem Haus hätten das mit nutzen können. So war mal der Plan. Fakt ist, der Verkäufer, der ihr das Haus abgekauft hat und die Wohnung dann einzeln weiterverkauft hat, der hat überhaupt gar kein Geld. Und der hat die Bude halt schlichtweg nie saniert. Vielleicht hat er es vorgehabt, vielleicht nicht. Das kann man ihm jetzt nicht unterstellen. Das kann ich auch gar nicht sagen. Fakt ist, der sie gekauft hat, wusste nichts davon. Und ich habe denen dann die Bilder geschickt, wie ihr eben im Video sehen könnt, wo der einfach in einem fucking Schwimmbad steht. Und jetzt hast du natürlich ein Problem. Die Bank, das ist ja das Schlimme, die kommen in der Regel auch nie immer besichtigen. Die hat die Wohnung nie gesehen. Die wollen aber trotzdem natürlich jetzt jeden Monat die Rate haben. Ja. Die Hausgemeinschaft will natürlich ein Hausgeld haben, weil er trotzdem logischerweise was in die Rücklagekasse fürs Haus fließen muss und er muss immer bezahlen. Er bekommt aber keine Mieteinnahme. Und aus der Hütte eine Wohnung zu machen, ist schon... Wer ist nicht gegangen? Der Grundriss ist erstens brutal schlecht für eine Wohnung. Ich wüsste nie so richtig, also was man da so richtig draus machen soll, weil der Raum, wo das Schwimmbad ist, halt riesig. Daneben hast du einen ganz kleinen Bereich, wo du... Ja, was willst du da draus machen? Bad, ja, okay, aber ohne Fenster nach hinten raus. Eigentlich müssen auch alle anderen im Haus dorthin, weil dort auch die Elektrokasten sind und sowas. Das ist ein Gemeinschaftsraum. Also eigentlich wirklich unmöglich. Du hättest eine ganz kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit offener Küche so draus gestalten können. Aber sicher nicht das, was er erwartet hat. Und ja, ich fand es verrückt. Für mich war es auf jeden Fall wieder ein Zeichen. Klar, Vertrauen ist gut, aber gerade wenn man das erste Mal eine Immobilie kauft, was er nie gemacht hat, zu 100% muss man sich das angucken. Da geht es nicht darum, ob das ein Palast ist oder ob da vielleicht noch ein Teppich drin liegt.
Wie gesagt, hätte mir vorher jemand erzählt, dass man nie die Katze im Sack, sondern das Schwimmbad im Haus kaufen kann. Hätte ich das nie gedacht, aber offensichtlich geht das. Und das war für mich natürlich eigentlich schon das Mitverrückteste. Ja. Ne? Und nee, ich habe schon viel komische Sachen gesehen, aber das war schon echt grenzwertig. Das ist auch unglaubliche Geschichte. Ja. Ich kann dir noch ein schönes Video von einer schönen Wohnung zeigen, wo jemand gerne gesammelt hat, wenn dich das noch interessiert. Schöne Messi. Ja, der hat auch viel geraucht. Also der Aschenbrecher war so groß und der Haufen da oben drüber so. Ich schick dir das mal rüber. Aber unten drunter war der Aschenbrecher. Man erlebt natürlich verrückte Sachen, aber das war schon das negative Highlight. Ne? So lustig das klingt, für den Eigentümer ist es natürlich beschissen. Ist übrigens jetzt, ich habe das Video letztes Jahr im April gemacht. Was hat der dann gemacht? Vor einem Jahr. Bis jetzt noch gar nichts. Also der schreibt das komplett ab, sagt, okay, das war ein richtiger Fehler. Kopf in den Sack, der Kopf in den Sand stecken. Der tut halt jeden Monat die Kreditrate bezahlen aktuell und das Hausgeld und kriegt keine Miete. Hofft wahrscheinlich immer noch. Wir haben wenig Kontakt leider, weil es halt schwierig, sage ich mal. Irgendwie hat er es wirklich schon für sich abgeschlossen. Ich hatte ihn vorgeschlagen, das wäre meine Idee gewesen, dass man das tatsächlich vernünftig als Wellnessbereich umbaut und er versucht an die anderen 11 das als Gemeinschaftseigentum zu verkaufen, dass die quasi das für ihren Mieter nutzen können und ich sag mal, wenn er jetzt einen Kaufpreis X dafür will und 11 Leute bezahlen und jeder sagt da vielleicht 8, 9 oder 10.000 Euro, da hat er 110.000, ist zumindest die Wohnung erstmal wieder los. Das sind so Dinge, die ich versucht hätte. Wie gesagt, bei ihm ist es jetzt so, dass er aktuell, ja, mal guckt, was passiert. Und ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden. Ja. Pool ohne Boden. Pool ohne Boden. Oder mit kaputten Boden. Ne? Okay. Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Nicht schlecht, ja. Ist echt eine gute Geschichte. Das Video werden wir auf jeden Fall noch verlinken. Ahoi. Cheerio.